Gut. Ja, erstmal vielen Dank, Falk, für die vielen warmen Worte und die vielen warmen Blumen. Ich wusste gar nicht, dass es das dritte Mal ist. Das habe ich schon gar nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber ich war mal vor ein paar Jahren ein bisschen länger in Darmstadt auch unterwegs. Da hatte ich das dann auch ein bisschen genutzt. Heute einspringen war für mich kein Thema, weil ich ja heute in Ulmer Raum komme. Dank Remote Session ist das für mich gut möglich. Und ich freue mich heute, euch ein bisschen hier zu dem Thema Java 17 was zu erzählen. Falk hatte es ja schon in der Einleitung auch ein bisschen erwähnt. Ich gucke hier definitiv ganz speziell eher unter die Haube. Also wir gucken eher ein bisschen so die Themen aus der Ecke Tooling, Performance, Diagnostik an der Stelle an, weniger die Sprachfeatures. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass ihr da vieles auch in zahlreichen anderen Vorträgen und Medien da einfach auch schon viel gehört habt an der Stelle. Und dafür mal ein bisschen hier den Blick über die Teller unter die Motorhaube ein bisschen heute wagen. Ich bin relativ, nur ein paar Worte noch zu mir. Ich bin ein Freund der soliden und qualitativ hochwertigen lösungsorientierten Softwareentwicklung. Ich bin da seit vielen, vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs, häufig so als Technology Advisor oder Manager von Research and Innovation. Häufig in der Regel einfach erster Ansprechpartner bei irgendwie allen methodischen und technologischen Fragestellungen. Ich wechsle gerade den Arbeitgeber, deswegen kann ich noch nicht so genau sagen, wo es mich denn an der Stelle hinziehen wird. Aber mein Fokus ist ganz klar das Thema Java, Java-basierte Entwicklung, Webentwicklung an der Stelle. Und da bin ich der Meinung, dass Java 17 da wirklich viele, viele spannende Innovationen, aber auch Verbesserungen an der Stelle mitbringt. Und mit Java 17 als LTS-Version, gerade für alle Leute, die wie ich als Dienstleister unterwegs sind, das eröffnet uns natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir das besser in unseren Projekten auch verwenden können. Wie gesagt, heute ein bisschen mehr den Blick Richtung unter die Haube und in die Tools. Ich denke, dass sich das trotzdem lohnt, denn Java 17 bringt da viele interessante Sachen mit. Dreimal, die ich vorweg an der Stelle nennen möchte, ist das erste das Thema mehr Schwuppdizität. Einfach durch flotter reagierende Java-Anwendungen, durch niedrig latente Garbage Collection und schnellere Starts, zum Beispiel über das Class Data Sharing. Mehr Durchblick. Java 17 bringt einige Diagnostikmittel ein bisschen noch tiefer und besser mit, vor allem ran den JDK Flight Recorder und das JDK Mission Control, was wir nachher mal ein bisschen angucken werden. Und auch einfach mehr Hilfestellung. Also in ganz vielen Bereichen hat sich Java das JDK einfach auch ein bisschen einfacher und nutzerfreundlicher dargestellt, durch bessere Defaults, durch auch so endlich mal was wie sprechende Null Pointer Exceptions, was einem einfach mal das Leben ein bisschen leichter macht und einfach auch mehr Hilfestellung bringt. Was wollen wir heute uns gemeinsam angucken? Als erstes schauen wir mal ein bisschen in den Bereich der Garbage-Kollektoren. Da gucken wir mal so ein bisschen, was sich da Neues getan hat und versucht da eben mal so ein bisschen High-Level-Überblick an der Stelle zu geben, bevor wir auch nochmal schauen, was sich bei dem Class Data Sharing getan haben. Versuchen dann ein bisschen praktischen Einblick zu bekommen, wie sich das mit dem JDK Flight Recorder anfühlt und was, wie sich das, wo sich das an der Stelle anbietet, bevor wir richtig ins Eingemachte gehen und uns das Thema Foreign Function und Memory API anschauen. Da geht es dann, sagen wir mal, richtig ins Eingemachte. Und dann gebe ich noch mal ein bisschen Überblick, was sich denn einfach im Bereich Tooling und Details und Wartungsarbeiten gegeben hat. Einfach um mal ein bisschen auch noch mal das Bild zu komplettieren. Ich denke aber, die großen und zentralen Themen sind sicher die an der Stelle vorneweg. Ja, kommen wir zum ersten großen Themenkomplex: Garbage-Kollektoren. Ein ganz wichtiger Bestandteil zum Thema Schubtizität von Java-Anwendungen. Da hat es wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen in dem Bereich gegeben. Und es sind vor allem zwei neue Garbage-Kollektoren-Implementierungen hinzugekommen. Gucken wir erstmal ein bisschen, was hat sich da so generell getan. Also das letzte Stable Release, das Java 11, da gab es schon den ersten dieser beiden Garbage-Kollektoren in der Experimental-Fassung, das ist dieser ZCG. Bei JDK 12 gab es dann schon den zweiten, den Shenandoah, auch im Experimental-Status. Und dann hat sich da einfach sehr viel über der Zeit bis zum Java 17 an der Stelle auch getan.
Zum Beispiel der Default Collector, dass der inzwischen früher und schneller auch seinen Speicher wieder freigibt. Das hat auch der Secchi Garbage Collector gelernt. Mit Version 14 kam dann auch Windows und Apple Support für diesen Secchi Support dazu. Der Shenandoah und der Secchi sind dann beide letztendlich mit Java 15 also auch Production Ready gehoben worden und da gab es immer noch auch Nachläufer Verbesserungen. Aber es ist auch ein bisschen aufgeräumt worden. Also ganz alter Klassiker, der CMS, der ist inzwischen aber entfernt, den gibt es auch nicht mehr und auch den Parallel OCG, der ist inzwischen deprecated worden, sodass man da einfach sieht, da hat es also wirklich fortlaufend an der Stelle Änderungen gegeben. Was seien denn jetzt diese beiden neuen Garbage-Kollektoren aus? Das ist einfach ganz klar, beides sind Vertreter dieser neuen Generation von Low-Latency-Garbage-Kollektoren. Und die haben einfach ein ganz klares Ziel, nämlich das primäre Ziel bei denen ist einfach das Thema, immer niedrige Latenz zu erzielen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil es auch moderne Garbage-Kollektoren sind, versuchen sie natürlich auch ein bisschen besser den veränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Allmal voran, dass wir heute Multicore-PCs mit 16 und 32 Kernen einfach zum Standard gehören in dem Serverbereich, aber eben auch, dass die RAMs, die Speichergrößen einfach viel, viel, viel größer geworden sind. Also früher war man ja mit 2 Gigabyte RAM da durchaus schon Elite. Heute gibt es durchaus auch schon RAM-Größen im Bereich von Terabyte. Beiden gemein ist erstmal, dass, wie gesagt, im Fokus immer das Thema niedrige Latenz steht. Und wenn man da mal den Standard-Collector betrachtet, der G1, der liefert zwar durchgängig erstmal relativ gute Antwortzeiten, aber hat immer auch mal wieder Ausreißer. Und solche Ausreißer können auch mal locker 200 bis 500 Millisekunden bedeuten. Und das ist einfach in verschiedenen Anwendungsszenarien nicht sonderlich wünschenswert, sondern denk mal einfach darum, wenn es darum geht, zum Beispiel immer stets schnelle Antworten im Web zu liefern. Responsiveness hat manchmal einfach auch eine Priorität und da ist der G1 nicht unbedingt die beste Wahl. Allerdings ist das ein Trade-off. Also man kauft hier Responsiveness auf Kosten von anderen Dingen, wie zum Beispiel Durchsatz und auch CPU, die man dafür investieren muss. Was, wie gesagt, erstmal beide neuen Kollektoren gleich haben, ist, sie versuchen eben diese Multicore-Architektur zu nutzen, indem sie wirklich fast vollständig parallel und nebenläufig sind. Das heißt also, es gibt nicht diese CMS-Wahl, gab es ja wirklich noch diese Stop-the-World-Pausen, also wo das die ganze Verarbeitung anhing. Das ist inzwischen heute schon lange nicht mehr der Fall. Aber sie versuchen wirklich diese ganze Garbage-Collection-Arbeit nebenläufig zu halten und die Hauptarbeit da nicht zu stören. Und sie unterstützen auch eben so Dinge wie Class-Unloading und Uncommit-Memory, also dass sie auch mal Bytecode, der von Klassen, der mal geladen worden ist, wieder freigeben können oder auch, dass sie Speicher, den sie vom Betriebssystem angefordert haben, schneller und zügig auch wieder freigeben. Also es war ja früher auch so ein klassischer Effekt, dass wenn so eine JVM mal 2 Gigabyte belegt hat, dann blieb es auch bei der 2 Gigabyte, bis man halt den Prozess neu startet. Und last but not least ist, dass die auch einfacher sein wollen. Also wesentlich mehr weniger Konfigurationsoptionen, viel mehr eigene Heuristiken, eigenes Tuning, so dass man da teilweise einfach mal loslegen kann und schon Verbesserungen erleben kann. Gucken wir uns da mal den ersten an, den Z-Garbage Collector. Hat es vorhin ja schon gesagt, der kam eigentlich schon mit JDK 11, aber dort noch experimentell hinzu. Das ist ein Garbage Collector, der eigentlich ursprünglich aus dem Haus Oracle kommt. Und wenn ihr euch da den Namen ein bisschen ZGC anguckt, woher kommt denn dieser Name Z? Naja, das ist so ein bisschen anlehnt auch zum Beispiel an das ZFS-File-System, was ja ebenfalls aus dem Haus Sun und Oracle an der Stelle kommt, wo man zu Recht auch eben sehr, sehr stolz ist über dieses zwischen doch sehr alte und aber auch trotzdem sehr innovative Dateisystem. Und das war früher mal ein reines kommerzielles Offering. Das heißt, das ist jetzt eben seit 11 und jetzt eben mit 17 da auch produktiv Open Source, eben Teil des OpenJDKs an der Stelle geworden und hat auch inzwischen diese komplette Unterstützung.
Die Ziele ist, wie es vorhin schon gesagt haben, einen skalierbaren Low-Latency-Garbage-Collector zu haben. Und das Projekt ist damals ein bisschen gestartet mit dem Ziel, sie möchten eigentlich die Garbage-Collector-Pausen durchgängig unter 10 Millisekunden halten und gleichzeitig nicht weniger als 15% des Durchsatzes gegenüber jetzt dem eher balance-orientierten G1 verlieren. Und aber auch relativ flexibel zu sein, also eben nicht kompliziertes Tuning zu haben, relativ breites Spektrum an Hiebgrößen, die man unterstützt. Das zeichnet sich auch im Design-Set zum Beispiel. Also dieser Garbage-Collector, die Pausen sind unabhängig davon, wie groß jetzt der Hieb ist. Es macht keinen Unterschied in den Pausen, die dieser Collector aufweist. Es ist auch unerheblich, wie viele Objekte ich jetzt im Root-Set habe oder wie viele Objekte ich insgesamt habe, also das Live-Set und das Root-Set, sondern alles das versucht eben dieser Garbage-Collector über eine entsprechende Techniken, parallelisierte Verarbeitung, regionenbasiertes Konzept, keine Generation, wie man das von anderen Garbage-Collectoren könnte und auch Numa-Aware an der Stelle abzubilden. Das Ganze funktioniert eben mit dem Konzept von sogenannten Colored Pointers und Load Barriers, wo einfach dann der Collector auch nutzt, um quasi on the fly dann eben auch Objekte neu zu relokalisieren. Wenn man den verwenden möchte, das ist im Prinzip ganz einfach. Mit diesem kleinen, aber feinen Parameter erreicht man das auch an der Stelle und kann da einfach mal ausprobieren und profitiert schon von deutlich schwuppzitierter und deutlich flinkeren Anwendungen. Guck mal auf den nächsten, auf den zweiten Garbage Collector, den es jetzt eben mit JDK 17 auch produktiv gibt. Das ist der Shenandoah CC. Der Name kommt, lehnt sich wohl an US-Nationalpark an. Also man entschuldige mir, wenn ich da jetzt die Aussprache nicht richtig triff. Der ist eigentlich ziemlich, also wirklich sehr konzeptionell sehr, sehr, sehr nah dran an dem SetGC, den wir gerade betrachtet haben. Das, was vorhin die Colored Pointers sind, das sind hier Brooks Forward Pointers. Er hat im Detail ein bisschen andere Ausprägungen, bietet zum Beispiel verschiedene Heuristikprofile, die man da wählen kann. Also man kann da wirklich auch adaptiv sagen oder sagen, versuch möglichst aggressiv, also mit möglichst viel CPU-Load oder versuch möglichst viel Speicher an der Stelle auch zeitnah an der Stelle freizugeben. Es ist ein bisschen schwierig, die wirklich voneinander an der Stelle jetzt abzugrenzen aufgrund ihrer Funktionen. Das sind die sich eigentlich beides weitestgehend ähnlich. Der wesentliche Unterschied bei dem Shenandoah CC ist eigentlich, aus wessen Haus das der kommt, weil das ist nämlich ein Garbage Collector, der von Red Hat entwickelt wird. Und das hat im Wesentlichen eher auch die Konsequenz, dass die Service Offerings eine andere sind. Also das ist zum Beispiel ein Garbage Collector, den man auch auf JDK 8 backporten wird oder auch geportet hat, den man auch für JDK 11 verfügbar hat, der auch zum Beispiel 32-Bit-Architekturen unterstützt und der aber auch nochmal ein abweichendes Support-Modell hat, wie das jetzt vielleicht die Offerings von Oracle oder OpenJDK an der Stelle sind. Von der Einschätzung, von der Abgrenzung, bisschen technische Nuancen. Also der Shenandoah, der ist wohl nicht ganz so gut zurecht, wenn eine Anwendung viele Weak-References hat. Da greift man vielleicht dann besser zum ZGC, wenn man die freie Wahl hat. Er ist nicht komplett unabhängig von der Anzahl der Objekte im Root-Set oder im Live-Set, aber das sind wirklich Nuancen. Man muss einfach sagen, das kann man auf dem Papier nicht wirklich gut entscheiden, sondern man muss es auch ein bisschen ausprobieren. Ich habe trotzdem mal versucht, hier ein bisschen mal einen Eindruck zu begeben, wie denn einfach das unterschiedliche Verhalten von diesen verschiedenen Garbage-Kollektoren ist. Und da ist es irgendwie ganz wichtig zu berücksichtigen, dass der Normbereich, also da, wo wir eigentlich unsere Anwendungen betreiben wollen, der ist hier links. Und da ist einfach der Charakteristik erstmal, dass so ein Kollektor wie der Standard G1 halt einfach in der Regel etwas höhere Antwortzeiten oder Latenzzeiten hat, wo die beiden hier einfach mit deutlich geringeren Latenzzeiten erstmal brillieren. Und dann ist es ein bisschen ein Unterschied, wenn es dann eben in höhere Lastszenarien geht, da ist halt der G1, der einfach ein
Balance ist zwischen Latenz, aber eben auch Durchsatz einfach viel, viel stabiler, ja, während halt diese modernen Garbage-Kollektoren dann unterschiedliches Fehlerverhalten oder ja, Lastverhalten aufweisen. Also der Shenandoah, der da ein bisschen schneller dann in höhere Latenzzeiten kommt, aber sich dann, glaube ich, auch dauerhaft länger ja, wacker schlägt, während irgendwie der ZGC manchmal auch einfach dann irgendwie auch aufgibt. Wobei, muss aber mal sagen, das rechts, das ist nicht das, wo man rein will. Also das ist dann wirklich die Situation, wo einfach die Garbage-Kollektoren irgendwann mal die Flügel strecken. Was ich vorher noch vergessen habe bei dem ZGC, was eigentlich noch ganz interessant ist, ist, dieses Projekt ist gestartet. Wir wollten, wie gesagt, hier unten immer unterhalb von 10 Millisekunden bleiben. Also das war ihr Ziel, 99,999% irgendwas in der Gegend unterhalb von 10 Millisekunden Pausen. Dem Projekt ist es so gut gelungen, dass sie dieses Ziel zum Beispiel rückwirkend auch runter reduziert haben. Also das haben die relativ schnell erreicht und deswegen ist ihr Ziel Antwortzeiten, Pausen, Latenzen unter eine Millisekunde und das ist natürlich schon einfach eine Ansage. Ich frage mich dann trotzdem ein bisschen, naja, welchen nehme ich denn jetzt für meinen Punkt? Da hier mal einen ganz kurzen Überblick, einfach was so diese gängigen Garbage-Kollektoren sind. Dieser G1, das ist eigentlich der Default-Kollektor, wenn ihr nichts einstellt und das ist zu berechtigte Default. Also das ist aber erstmal eine gute Balance zwischen Durchsatz und Latenz, der aber eben halt auch Ausreißerpausen haben kann. Der operiert ein bisschen, dass er für sich so ein Zeitbudget quasi zuteilt und versucht, innerhalb diesem Zeitbudget quasi seine Arbeit zu machen. Und wenn er dann irgendwann nicht mehr hinterherkommt, dann kennen wir den klassischen Out-of-Memory-Exception an der Stelle. Wenn jetzt Shenandoah und ZGC eigentlich beide einfach das Thema Latenz vorne stehen haben. Dann haben wir noch sowas wie den Parallel CG. Da geht es einfach ganz klar darum, Pausen sind uns eigentlich eher uninteressant. Es geht einfach wirklich um einen möglichst hohen Durchsatz, möglichst viele Objekte in möglichst kurzer Zeit abräumen zu können. Und sowas wie Serial CC, das ist also wirklich eher ein Nischen-Kollektor, der jetzt vor allem, wenn man kleine Heaps, zum Beispiel auf Embedded Devices hat, halt wirklich nur mit einem Thread arbeitet und einfach versucht, möglichst speichereffizient zu arbeiten. Schon viele Jahre gibt es auch andere, also es gibt zum Beispiel die Sing und Azul VM, die wirklich das Ziel hat, also komplett pauseless zu sein, also gar keine Pausen zu haben. Aber das ist letztendlich nicht im JDK enthalten, sondern das ist eine kommerzielle Alternative. Ich wollte einfach nur hier an der Stelle nochmal mitnennen. Also es hat sich da sehr, sehr viel getan. Ich habe hier noch ein paar andere Änderungen einfach genannt, einfach, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie viel sich da auch getan hat. Beginnt jetzt zum Beispiel, dass der G1 inzwischen auch alternative Speichergeräte für die Old Generation unterstützen kann, dass der G1 inzwischen schneller irgendwie auch speicherfrei gibt, dass der Parallel CC, der ja wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel hat, nochmal deutlich verbessert worden ist, oder aber eben auch, dass so Altlasten wie den CMS Garbage Collector einfach aus dem JDK geflogen sind. Also viele, viele, viele Änderungen, die wir da einfach drin haben. Quintessenz ist erstens mal, naja, also ein Upgrade lohnt sich. Tatsächlich einfach nur eine Anwendung im neuen JDK 17, das kann schon einiges bringen. Und was auch einfach viel bringt, ist probieren geht über studieren. Also man kann das nicht wirklich immer gut auf der Papierlage entscheiden. Und was sich da einfach empfiehlt, ist auch mal die alten Tuning-Parameter wegzuwerfen. Also gerade diese modernen Implementierungen wie G1 und die beiden anderen, die ich gerade vorhin dargestellt habe, die sind heute schon recht gut für sich selber einfach optimale Konfigurationen auch auszuwürfeln mit den entsprechenden Heuristiken. Und einfach mal ausprobieren ist, glaube ich, der richtige Weg. Wenn man jetzt wirklich so ein Requirement hat, dass einem die Latenz wichtig ist, dann ist sowas wie ZGC oder Shenandoah, glaube ich, für einen relevant. Ansonsten ist man da mit den Alternativen auch ebenfalls gut aufgehoben. Gut, soweit zu dem Thema Garbage Collection. Ich wollen wir mal aufs nächste Thema dann auch gucken, nämlich das Thema Class Data Sharing. Auch das ist jetzt im Kern kein ganz neues Thema, sondern das gab es auch schon im JDK 11. Worum geht es bei Class Data Sharing? Naja, die Videoanimation, die stellt es relativ gut an der Stelle dar. Es geht nämlich darum, Speicher zu sharen, Klassendaten zu sharen und letztendlich aber vor allem die Startzeiten von neuen JVMs zu reduzieren.
Und bei einem Class Data Sharing ist es so, dass man da für ein spezielles Archiv erzeugt, dieses JSA-Archiv, was quasi eben ein speziell vorgepasstes Archiv ist mit den Metadaten von den Klassen, die man braucht. Der Vorteil ist, dass dann die JVM nicht erst anfangen muss, dass sie quasi den Bytecode der Klassen lesen muss, das entsprechend interpretieren, sondern dass er in diesem Class Data Sharing, dass die JVM einfach die Strukturen direkt so vorfindet, wie sie die JVM für sich intern braucht. Dementsprechend sind diese Archive aber auch komplett versions- und architekturabhängig. Also man muss wirklich genau für genau exakt diese JDK-Version auf dieser Rechnerarchitektur dieses eine Class-Data-Sharing-Archiv erzeugen. Im Gegenzug hat man nun den Vorteil, dass dieses Class-Data-Sharing, dass das eben von der JDK, vom JDK und von der JVM Read-Only eingebunden werden kann, was einfach auch dem OS nochmal Caching erlaubt und eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, das Sharing, sprich, Sie müssen nicht mehrmals den Speicherbereich belegen, sondern können das auch zwischen verschiedenen Prozessen teilen. Was dazugekommen ist einerseits, das ist Application Class Data Sharing, auch das gibt es schon in JDK 11, was einem aber noch zusätzlich an der Stelle ermöglicht, das, was jetzt hier für die JDK-Klassen ist, eben auch für eigene Klassen bereitzustellen. Neu hat sich jetzt in diesem Bereich vor allem eins geändert, dass mit Java 12, mit JDK 12, die JVM erstmal ein Default-Archiv ausliefert. Das heißt, die haben sich aber angeguckt, was sind denn einfach so die häufigsten Klassen, die im JDK benötigt werden und liefern da inzwischen ein Default-CDS-Archiv aus, was da einfach schon mal die Standardklassen mitbringt. Das heißt, schon da profitiert man erstmal mit diesen Vorteilen. Und dann ist mit JDK 13 noch was dazu gekommen, dass es deutlich leichter ist, eigene Class-Data-Sharing-Archive zu machen. Es war nämlich früher teilweise sehr, sehr aufwendig. Man musste nämlich da erst irgendwie so eine Klassenliste erzeugen, indem man den Java-Prozess startet, dann die Applikation im Prinzip durchklickt, um mal mit dem Class-Loader an jeder Klasse irgendwie vorbeigekommen zu sein und konnte dann quasi in so einem zweiten Schritt dann dediziert so ein Archiv erzeugen. Das kann man jetzt auch so machen, indem man einfach wirklich direkt am Start macht, startet diese Anwendung. Und wenn du übrigens fertig bist, dann speichere mir doch eben hier an dieser Stelle ein neues Archiv. Verwenden tut man die beides immer gleich. Ja? Also man gibt explizit halt dann beim Java-Start an, du bitte nutze hier mal dieses Class-Data-Sharing-Archiv. Was man dafür an der Stelle erhält, da habe ich mir jetzt hier mal von Gunnar Morling ein paar Daten rausgesucht. Der hat das mal ganz ausführlich getestet und zwar hat er wirklich, ich glaube, auf Quarkus.io eine App geschrieben, wo er wirklich gemessen hat, wie lange dauert es quasi, bis diese JVM die ersten HTTP-Response an der Stelle beantworten kann. Und da sieht man schon, dass da schon allein zwischen JDK 14 bis 15 einfach schon mal bis 40% Reduktion in den Startup-Times zu erzielen ist. Da kann man sogar noch mehr erreichen, wenn man nämlich zum Beispiel dieses Application Class Data Sharing kombiniert, zum Beispiel mit sowas mit J-Link. J-Link, ihr erinnert euch, das ist ein Teil von der Jigsaw, was ja auch schon im JDK 11 an der Stelle mitgekommen ist. Was einfach erlaubt, quasi eine Teilmenge der Modules für ein Custom Runtime Image von dem JDK zu bundeln. Also so, dass man mit seiner Anwendung eben nicht das komplette JDK ausliefert, sondern eben nur die Teile, die man an der Stelle auch braucht. Was auf der einen Seite natürlich erstmal zu deutlich kleineren Images führt. Und auf der anderen Seite, wenn man das dann eben auch nochmal kombiniert mit sowas wie Application-App-CDS, einfach auch nochmal erheblich kürzere Startup-Zeiten erreicht. Also wir können jetzt aber mal gucken, da im Worst Case links, ne, 2 Sekunden Startup-Time. Und wenn man diese beiden Techniken konzipiert, teilweise eben bis zu 0,8 Sekunden. Hat aber einen Pferdefuß, muss man einfach auch ganz klar sagen. Damit steigt natürlich aber auch die Gesamtkomplexität des Gesamtbilds. Ne? Wenn man sich damit zwei Themen beschäftigen muss, das muss man auch abwägen, lohnt sich das für den eigenen Anwendungsfall. Ja,
Soweit zum Thema Class Data Sharing, Schubtizität, schnellere JVM-Starts. Jetzt will ich euch noch ein bisschen Einblick geben zu dem Thema Diagnostik. Und da würde ich ganz gern ein bisschen mit euch auf den JDK Flight Recorder auch nochmal gucken. Auch das ist ein Thema, den JDK Flight Recorder, den gibt es schon länger. Hier haben sich aber einfach nochmal ein paar Dinge geändert. Zum Beispiel A, dass das JDK Mission Control inzwischen leichter verfügbar ist, aber eben auch, dass dieses JDK Flight Recorder ein paar neue Features gelernt hat. Worum geht's? Also ein bisschen so eine Dauerstory. Auch das ist letztendlich ehemals ein kommerzielles Oracle JVM Add-on. Sie ist in der kommerziellen Variante heißt das Java Flight Recorder. In der OpenJDK Variante heißt es OpenJDK JDK Flight Recorder. Und hier geht es einfach darum, für Diagnostik, ein Monitoring und ein Profiling für den Produktionsbetrieb zu erzielen. Also hier eine Infrastruktur zu haben, wie ich meine Prozesse monitoren kann mit einem erstmal extrem geringen Overhead. Also in der Default-Konfiguration ist so die Ansage so 1%, also nicht merkbar, nicht spürbar an der Stelle. Wenn man da ein bisschen aufwendigere Profile einschaltet, wo man doch noch deutlich mehr Events an der Stelle auch mitrecordet, dann kommt man so in die Gegend von 2%. Also alles weit weg von, es ist wirklich ein erheblicher Impact. Und der ganz klare Fokus von den JDK Flight Recordern ist ganz klar das Thema Production Profiling und Monitoring. Und die Kernidee an der Stelle ist einfach ein bisschen, dass die Leute, die die JVM und das JDK bauen, die sind einfach eh schon näher dran. Also sie sammeln ja im Kontext der JVM eh schon viele Diagnostiken, die sind teilweise eh schon da, die an der Stelle einerseits zugänglich zu machen und andererseits die auf so eine billige Art und Weise auch zugänglich zu machen, dass ich die jederzeit in Produktion aktivieren kann, aber auch dauerhaft an der Stelle betreiben und laufen lassen kann. Bis hin auch zu Sachen, dass so Dinge möglich sind, wie ich mache dann permanentes Recording und wenn ich dann ein Problem feststelle, dann sage ich, okay, jetzt gib mir mal nochmal die letzten 15 Sekunden. Das Stück schneide ich mal aus und merke ich mir dann vor für einen späteren Diagnostiklauf. Oder die JVM crasht, Out-of-Memory-Exception, sonst was, dass ich in diesem Zug gleich noch einen Flight-Recorder-Dump habe, ähnlich wie das ein klassischer Flight-Recorder auch im Flugzeug tut. Ich habe euch mal hier ein bisschen live, gucken wir mal an, wie das sich so anfühlt. Also ich gucke jetzt hier einfach mal, was für ein Java-Prozess läuft. Ich habe da also ein IntelliJ mal laufen gelassen und starte jetzt hier eben diesen Flight-Recorder-Session. Da kann ich auch so Optionen mitgeben, dass er erst nach einer bestimmten Zeit starten soll oder bis zu welcher Speichergröße er das in seinen Ring-Buffer an der Stelle begrenzen soll. Und wenn ich da jetzt mal so ein bisschen meine Daten, meine Situation habe, die ich an der Stelle haben möchte, dann kann ich die ganz einfach dumpen und habe erstmal meinen Extract und habe in dem Java Flight Recorder erstmal auf der Kommandozeile ganz einfache Mittel, wo ich einfach mal reingucken kann, was in diesem Dump ist. Also da seht ihr jetzt mal so, was es so für typische Events sind, die dieser Flight Recorder aufzeichnet, wie zum Beispiel hier wiederkehrend den CPU-Load oder einfach bestimmte Java-Events. Das kann ich erstmal mit diesem Kommandozeilen-Tool auch noch ein bisschen filtern, kann das Ganze auch zum Beispiel als JSON-Format mir geben lassen, um einfach da mal schon eine Erstorientierung zu haben, ohne dass ich ein Tool installieren muss, was passiert denn da eigentlich und das auch in einer Form zu haben, wie ich die auch mit anderen Tools auch weiterverwenden kann. Gibt es jetzt hier auch noch so eine Option, so eine Summary zum Beispiel zu bekommen. Das zeigt einfach mal so generell, was es denn so für verschiedene Events gibt. Also da seht ihr, dass das relativ viele Events sind und wie häufig die an der Stelle auch jeweils aufgetreten sind. Das ist erstmal so die Möglichkeit, wie ich diesen JDK Flight Recorder erstmal auf einer ziemlich Low-Level-Arten-Variante nutzen kann. Das ist natürlich jetzt eher ein bisschen schwierig oder ein bisschen Low-Level. Deswegen gibt es eben auch noch ein Tool dazu, was in dem Punkt mit dazu kommt. Das ist nämlich das ehemalige Java Mission Control. Das heißt jetzt JDK Mission Control.
Und das ist aber erstmal eine GUI, die deutlich mehr tut als jetzt nur diese Flight Recorder-Funktionalität. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wie ich mich da per JMX auf eine JVM connecte und da kann ich zum Beispiel sowas wie Alerts setzen und kann sagen, naja, wenn irgendwie in 2 Sekunden die CPU-Load so hoch ist, dann schickt mir eine E-Mail und so weiter und so fort. Aber ich kann eben auch hier Flight Recordings starten. Und da seht ihr, dass ich da deutlich geführter jetzt verschiedene Optionen setzen kann. Erstmal auf einer High-Level-Ebene, aber eben auch das, was ihr jetzt hier links in dem Baum seht, das sind diese ganzen verschiedenen Flight-Recorder-Events, die ich dann ganz individuell auch nochmal konfigurieren und anpassen kann, um am Ende dann erstmal meine Aufzeichnung zu starten und das an der Stelle dann eben in den Mission Control reinzuladen und an der Stelle auch zu analysieren. Ich habe das einfach euch das mal ein bisschen, dass ihr aber erstmal seht, was es da für Tools gibt. Die gibt es, wie gesagt, schon länger. Das ist jetzt gar nicht unbedingt eine Neuerung von JDK 17. Ist eher die Neuerung, dass es inzwischen leicht aufzufinden ist und dass es eben gut mit dem Java Flight Recorder an der Stelle interagiert. Aber da seht ihr einfach schon mal, was ihr für Möglichkeiten habt, das zu nutzen. Was jetzt wirklich neu dazugekommen ist, ist, dass es nämlich für diese Flight Recorder ein Event Streaming API gibt. Und das ist mit Java 14 zum ersten Mal zugekommen und mit Java 16 ist das nochmal ein bisschen aufgebohrt worden. Und was da jetzt der Punkt ist, wenn wir einfach gucken, wie denn dieser Java Flight Recorder oder JDK Flight Recorder erstmal funktioniert, dann ist das eigentlich so, dass da einfach verschiedene Events entstehen, also teilweise eben durch das JDK. Man kann aber auch über Java API Events auslösen. Und diese Events werden hier aber in so einem Ringbuffer quasi gesammelt und werden dann so, ja, so alle Sekunde dann letztendlich auch in so einem persistenten Disk-Buffer an der Stelle exponiert. Und das ist das, was ich jetzt gerade vorhin gesehen habe, wo ich aber über die Kommandozeile mir damals einen Dump rausgezogen habe. Mit Java 14 könnt ihr euch jetzt hier wirklich aber auch live an diesen Eventstream rankoppeln. Das heißt, ihr könnt direkt abonnieren diese Events in dem Moment, wo sie an der Stelle reinkommen. Das geht sowohl in Process, also das kann ich quasi für meinen Java-Prozess an der Stelle machen. Ich kann das aber auch für einen Java-Prozess machen, der auf meiner Maschine läuft, also wo ich einen Zugriff auf diese Disk-Repo habe. Und seit Java 16 kann ich das aber auch sogar übergreifend über das Netzwerk tun. Also mit Java 16 ist auch noch das Thema Remote Monitoring an der Stelle zugekommen, sodass ich wirklich auch übers Netz live andere Java-Prozesse monitoren kann und dann entsprechend eben auch reagieren kann oder Analyse machen kann. Und wie sich das ein bisschen darstellt, da habe ich jetzt mal hier so ein kleines Codebeispiel, wie man jetzt also wirklich so ein Event Streaming API direkt selber startet. Also hier geht es jetzt um den Fall, dass ich das wirklich selber lokal ein Recording starte und ich enable jetzt hier zum Beispiel dieses Java Flight Recorder Event CPU Load und sage, liefer mir mal alle Sekunde da ein Ergebnis oder wenn irgendwie so ein Monitoring-Event, also so ein Log, wenn ich quasi eben auf eine Synchronization warte und das dauert länger als 10 Millisekunde, schick mir dann ein Event, kann dann hier solche Event-Listener an der Stelle darauf registrieren und starte dann im Prinzip dieses Flight-Recording. Entweder so wie hier blockierend, das heißt, dann hört hier die Verarbeitung auf und ich muss meine eigentliche Arbeit in anderen Threads machen. Ich kann das aber auch asynchron machen, dann muss ich halt entsprechend sorgen, dass meine Listener da eben auch threadfähig sind. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, in eigenen Prozess, in fremden Prozess, aber eben letztendlich auch übers Netzwerk zu agieren. Nur hier nochmal für euch ein bisschen so als Eindruck, wie das an der Stelle sich darstellt. Viel spannender finde ich aber auch die Möglichkeit, dass man diese Infrastruktur nutzen kann, um aber auch eigene Events, also auch eigenes Monitoring, eigene Ereignisse an der Stelle zu tracen. Und das geht wirklich super einfach. Also ihr seht hier jetzt mal ein Button-Event, wo ich jetzt mal gesagt habe, okay, ich monitore meinen Tastaturdruck. Das heißt, ich erbe hier von einer Java Flight Recorder Event Klasse, füge da einfach meine Datenfelder an der Stelle hinzu und benenne die noch sprechend, wie die dann eben auch in so einer GUI, wie zum Beispiel Mission Control an der Stelle erscheinen sollen, kann eben mit bestimmten Annotationen auch ein bisschen mehr die Semantik der Daten, die ich da erfasse, definieren.
Und dann gucke ich halt einfach, ist dieses Event, ist ein Flight Recording an der Stelle im Laufen? Wenn ja, dann kann ich mit Beginn quasi sagen, jetzt beginnt das Event. Das sind ja häufig Events, die einen Anfang und ein Ende an der Stelle haben. Keine Ahnung, macht zum Beispiel meine Verarbeitung, wenn ich jetzt zum Beispiel die Dauer von meinen Web-Requests zum Beispiel monitoren möchte. Und am Ende sage ich, okay, jetzt bin ich fertig und schicke jetzt hier mit dem Event-Commit dieses Event los und wirft es dann letztendlich eben in diese Verarbeitungsinfrastruktur vom Java JDK Flight Recorder. Das hilft einem, macht es eigentlich in vielen Punkten interessant. Also was man da wirklich tun kann, ist, dass man wirklich über Unit-Testing ganz konkret einfach auch sicherstellt, wie sich die Performance verhält, ob sich denn operativ eben die Anwendung an bestimmten Stellen auch so verhält, wie man das selber erwarten kann. Man kann das eben aber auch für ein bisschen smartere Lösungen machen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, indem ich vielleicht einfach ein Recording permanent mitlaufen lasse. Und wenn ich dann über den 1,5 Sekunden lange dauernden Request stolpere, dann auch sage, Moment, was ist denn jetzt da eigentlich passiert? Und spule ich sozusagen 1,5 Sekunden zurück und schneide es aus und merke mir das zum Beispiel für eine Analyse vor. An der Stelle will ich ein bisschen weiterführen. Da gibt es eben auch Frameworks, die einen da unterstützen. Also zum Beispiel vor allem jetzt vielleicht das Thema JFR Unit. Das ist jetzt ein Framework vom Gunnar Morling an der Stelle. Ja, und da komme ich jetzt nicht ins Netz. Schade. Das hilft also, dass wirklich sich konkret auf das Thema JDK Flight Recorder konzentriert oder aber auch sowas wie QuickPerf, das ist zum Beispiel ein Framework, das viel weiter geht und einfach das Performance-Thema Performance-Sicherung generell auch ein bisschen adressiert. Ja, Diagnostik, mehr Einblick, mehr Möglichkeiten mit dem Java, mit dem Flight Recorder Event Streaming. Kommen wir jetzt zum letzten großen Thema und das ist die Foreign Function Memory API. Und da habe ich ja euch schon vorhin ja, angeskizziert, dass es da jetzt ein bisschen mehr ans Eingemachte auch an der Stelle geht. Das ist keine stabile Funktionalität in JDK 17, sondern das ist eine Incubator-Funktionalität. Da will ich vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was denn Incubator und Preview-Features sind. Preview-Features haben wir schon öfters gesehen. Das sind ja zum Beispiel Sprach- und JVM-Features, die man einfach der Community geben möchte, um die vorab auszuprobieren. Was einfach bedeutet, dass man das sowohl beim Kompilieren angeben muss und sagen, ich möchte jetzt die Preview-Features in meiner Java-Version verwenden, aber auch beim Ausführen. Also die Idee ist einfach, dass man da neue Dinge ausprobieren kann und nicht, also wissentlich einfach auch weiß, dass man da experimentelle Features verwendet, sowohl jetzt beim Entwickeln, aber eben auch bei der Ausführung. Und diese Incubator-Module ist im Prinzip genau das Gleiche. Also es ist quasi das Analoge, was die Preview-Features für die Sprachfeatures sind, ist das eben für nicht-finale APIs und Tools. Und auch hier arbeitet man dadurch, dass man sowohl beim Kompilieren als auch eben beim Ausführen des Java-Prozesses explizit eben diese Incubator-Module hinzunimmt und explizit eben auch nochmal als Dependency mit aufnimmt. Warum geht man überhaupt dieses Thema an? Naja, jeder von euch, der vielleicht schon mal irgendwie versucht hat, so eine Fremdbibliothek, zum Beispiel JNI anzubinden, der weiß, dass das also ein unglaublich brüchiger und kleinteiliger Prozess ist, der auch schon ja, 26 Jahre auf dem Buckel hat. Also wirklich ganz, ja, alles andere als jetzt einfach ist. Man muss da erst irgendwie so ein Interface in Java schreiben. Daraus kriegt man dann irgendwie so ein Header-File, ein C-Header-File generiert. Dann muss man irgendwie den C-Code schreiben, was dieses C-Header-File an der Stelle implementiert, muss daraus eine Library irgendwie kompilieren und hat dann wieder den Einstieg über diese kompilierte JNI-Interface, wo allerdings da auch diese Library, also das ist aber ein sehr, sehr aufwendiger und auch sehr, ja, nicht mehr zeitgemäße Art und Weise. Und das ist im Prinzip auch ein bisschen das, was einfach dieses Projekt Panama, was eben hinter diesen beiden APIs an der Stelle steckt, sich zur Motivation genutzt haben.
Nämlich, dass man inzwischen aber auch erkannt hat, Java ist nicht alles, sondern es gibt einfach bestimmte Ökosysteme, wenn wir jetzt mal einfach mal in den Bereich Machine Learning gucken, wo einfach Python einfach der Platzhirsch ist an der Stelle, ja, da wird man sich schwer tun, da spielt einfach die Welt in anderen Welten. Oder eben auch andere Bibliotheken, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel mit SSL arbeitet oder mit Encryption, wo man nicht unbedingt wirklich das Rad jedes Mal neu erfinden möchte, sondern wo man einfach wunderbar solide und gut gepflegte und einfach sehr, sehr bewährte Bibliotheken hat, die man besser direkt noch verwenden möchte, als die eben nochmal nachzuimplementieren. Und das Ziel, was Panama an der Stelle verfolgt, ist es einfach einfacher zu machen. Nämlich eben nicht so einen komplizierten Prozess zu haben, sondern quasi Fremdbibliotheken rein mit Java API anbinden zu können, ohne so zusätzliches Schritte, die an der Stelle notwendig sind. Und dabei aber auch noch gleich zwei andere Fliegen zu erschlagen, nämlich die alten Limitierungen, die es in den alten Ansätzen gab, nämlich zum Beispiel sowas wie eine 2-Gigabyte-Grenze für den Byte-Buffer oder die Art und Weise, wie man da Foreign Memory auch ein bisschen fehleranfällig selber managen muss, bis hin aber auch, dass man einfach auch von dem unlieb gewordenen Sun Misc Unsafe an der Stelle ein bisschen abkommt, sprich, das einfach viel, viel leichter zu machen, das irgendwie auch auf eine Art und Weise zu machen, die einem Tooling erlaubt, also wo man das eben auch teilautomatisiert machen kann und trotzdem mindestens genauso schnell und dafür aber auch deutlich sicherer native Bibliotheken einbinden kann, als man das eben mit diesem Ansatz wie zum Beispiel Chain-I tun konnte. Ich hatte schon gesagt, das sind eigentlich eher zwei APIs. Also das waren eigentlich zwei Enhancement Proposals, nämlich auf der einen Seite die Foreign Memory Access API und die zweite ist die Foreign Linker API. Die kamen erstmal mit Java JDK 14 rein, dann nochmal mit JDK 15 und 16. Dann wurde das Ganze nochmal zusammengeführt und letztendlich jetzt läuft das hier gesammelt unter dem Stichwort Foreign Function Memory API. Und wie sowas an der Stelle ausschaut, da habe ich euch hier meinen kleinen Codeausschnitt an der Stelle auch mitgebracht. Und da seht ihr jetzt einfach mal, wie eben rein Java basiert, wie ich jetzt zum Beispiel hier eine Bibliothek, also eine Funktionsmethode der Standardbibliothek nachschlage, nämlich die getPit-Methode aus der Standard-C-Bibliothek, die mir quasi die Prozess-ID von meinem Prozess an der Stelle liefert. Im nächsten Schritt definiere ich, was ist denn meine Java-Sicht? Also was ist meine Erwartung, wie sich diese Funktion aus meiner Welt an der Stelle präsentiert? Unabhängig davon, also nicht ganz unabhängig davon, aber erstmal separat davon beschreibe ich, und wie sieht denn diese Funktionssignatur auf der Binärseite aus? Und da fokussiert letztendlich die Foreign Linker und Function API erstmal C-Code, also einfach das Binary Interface von typischen C-Libraries. Und deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel eben definiert, dass ich eigentlich eine Funktion aufrufen möchte, die mir einen C-Datentyp vom Typ Long zum Beispiel zurückgibt. Dann muss ich am Ende einfach gucken, okay, wie komme ich denn jetzt an diese Bibliothek ran, wie komme ich denn an diese Funktion an und kann das an der Stelle aufrufen. Und so kann ich eben relativ direkt ohne diesen mehrstufigen Prozess Drittbibliotheken ansprechen. Wenn es ein bisschen tiefer geht, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen muss, wirklich mit Speicherbereichen zu arbeiten, also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von der Libsodium-Bibliothek genommen, da geht es darum, ich habe einen Klartext und habe quasi einen Public Key und möchte einfach diesen Klartext für diesen Public Key verschlüsseln lassen. Da geht es jetzt eine Stufe weiter, weil jetzt muss man eben nicht nur mit primitiven Datentypen arbeiten, sondern muss ja auch mit Speichertypen an der Stelle arbeiten. Und wie stellt sich das an der Stelle dar? Naja, da gibt es quasi eben auf der Java-Methodenseite eben so eine spezielle Klasse Memory Address, die quasi ein Platzhalter für nativen Speicher an der Stelle ist. Und es gibt quasi auf der Binärseite, der Bibliothekseite, sage ich, das ist jetzt halt einfach ein Pointer, wie zum Beispiel diesen Stand C hier, der eben auf einen nativen Speicherbereich an der Stelle zeigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay,
Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich will hier mit nativen Speicher operieren, also Speicher, der nicht direkt durch die JVM verwaltet wird. Wie komme ich denn daran? Und das wird eben in dieser API an speziellen Scope an der Stelle gebunden. Das heißt, ich kopple das Management von diesen nativen Speicherbereichen an die Arbeit von dem Garbage Collector. Und das kann ich dadurch tun, dass ich eben so ein Scope-Element an der Stelle aufziehe. Und in diesem Scope-Element, das nutze ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Java-String habe und sage, konvertiere mir diesen Java-String erstmal in die passende Codierung für C. Und dann lege mir dazu eben auch einen nativen Speicherplatz an, in den du diesen String an der Stelle reinkopierst. Oder wenn ich wirklich explizit sage, ich brauche einfach mal Speicher, so viel Speicher am Stück. Immer gebe ich hier an der Stelle quasi diese Scope-Variable mit und die dafür einfach sorgt, dass wenn dieses Element, wenn dieses Scope-Objekt quasi abgeräumt wird vom Garbage-Collector, dann werden auch diese nativen Speicherbereiche an der Stelle freigegeben. Und so ist auch hier die Verwendung von solchen Funktionen erstmal relativ straightforward und auch deutlich sicherer, wie das halt einfach früher mit JNE und Co. ist, wo man sich da deutlich mehr um das Management auch kümmern musste, der einzelnen, der nativen Speicher, die man angefragt und belegt hat. Euch wird jetzt schon der Kopf brummen. Also das ist natürlich dann doch am Ende irgendwie viel und schon sehr ins Detail. Und ich hatte es ja vorhin auch gesagt, das Projekt Panama zielt ein bisschen drauf, dass es dafür aber auch Tools gibt, die einem das Leben auch ein bisschen erleichtert. Eins haben sie mal selber auch als Entwurf mitgeliefert, nämlich J-Extract. Das ist aber ein Tool, wo ich sagen kann, ich habe hier eine Header-Datei für eine C-basierte Bibliothek. Mach mir doch bitte genau diese Java-Wrapper, generiere mir die doch, damit ich nicht selber diese Foreign API-Aufrufe machen muss. Das ist allerdings ein Tool, das ist nicht direkt in den JDK 17 enthalten. Also wenn man an dieses Tool ran möchte, dann muss man da wirklich die speziellen Panama-EAP-Builds runterladen. Die braucht man aber auch nur, um dieses Tool auszuführen. Es ist ein bisschen fraglich, ob dieses Tool jemals wirklich ein Standardbestandteil von dem JDK werden wird, weil J-Extract nutzt letztendlich LLVM für diese ganze Verarbeitung. Und das sind aber erstmal nochmal knapp 89 Megabyte Dependency, weswegen ein bisschen fraglich ist, ob wir das irgendwann mal wirklich fest eingebaut sehen. Dafür ist es relativ einfach in der Verwendung. Also ich sage dann einfach, okay, hier ist jetzt zum Beispiel deine C-Standardbibliothek, mach mir doch bitte was draus. Und danach kann ich einfach direkt die generierte Klasse an der Stelle importieren und kann genau das, was wir vorhin jetzt Beispiel gesehen haben, einfach direkt aufrufen. Ja, das heißt, ich rufe da einfach diese GetPyt-Methode rauf und bekomme genau das, was ich an der Stelle erwarte. Das will ich euch jetzt mal nochmal in einem anderen Beispiel auch nochmal zeigen, dass ihr vielleicht noch ein bisschen nochmal einen anderen Blick drauf habt, wie sich das darstellt. Also ich nehme, dass wir einfach mal Python direkt aus einer JVM heraus aufrufen. Also das heißt, ich suche jetzt hier auf meinem System die Python 3-Bibliothek, nutze da dieses J-Extract-Tool und sage, bitte baue mir für dieses Modul Python 3.8. Hier findest du die Header-Datei für diese Bibliothek. Und hier findest du übrigens noch deine Standard-C-Bibliotheken und konkret baue mir eben eine Java-API-Frontend für diesen Header-Datei, für diese Funktionsteile. Und was ich dann erstmal in der Hand habe, ist, ich habe diese fertig generierten Klassen, sind erstmal schon Klassen, also es ist jetzt gar kein Source-Code und kann aber jetzt hier anfangen, quasi damit direkt zu arbeiten. Ja, ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet, wo ich jetzt eben anfange, einerseits die Foreign Function Memory API einzubinden und jetzt eben diesen generierten, von J-Extract generierten Code. Hier habe ich so ein kleines Python-Skript als Java-String. Und jetzt rufe ich direkt diese Methoden auf, die ich in dieser Bibliothek aufrufen muss, um eben den Python-Interpreter zu initialisieren, dieses Python-Skript auszuführen und am Ende das Ganze auch nochmal abzuräumen. Und so habe ich jetzt eben relativ schnell und mit doch erstaunlich wenig manueller Arbeit mir so eine Bibliothek eingebunden. Das kann ich jetzt an der Stelle auch ausführen. Wichtig,
vorhin schon gesagt, ist noch experimentell. Das heißt, ich muss diese API als Modul auch beim Ausführen an der Stelle hinzufügen. Dann muss ich der JVM noch sagen, dass ich das in Ordnung finde, dass er native Zugriffe erlaubt. Und ich rufe einfach direkt das auf. So, funktioniert leider nicht. Was ist das Problem? Naja, wir haben zwar gesagt, er soll das verwenden, aber wir haben ihm nicht gesagt, wo er denn diese Library wirklich an der Stelle findet. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach auch nochmal den Library-Path mit hinzufügen und einfach mitteilen, an dieser Stelle findest du jetzt eben auch die entsprechende Library, die du auch nutzen sollst, weil das eben nicht eine der Standard-Libraries in diesen Pfaden ist, die uns jetzt hier das JDK aufgeführt hat. Da habe ich jetzt hier noch einen kleinen Typo. Die Fish-Shell sagt es mir eigentlich, dass sie noch nicht gepasst hat. Und wunderbar, wir sehen, hier haben wir jetzt direkt in unserem Java-Anwendung Python direkt gestartet, dort ein Python-Skript hinein injiziert, ausgeführt und nutzen quasi Python direkt in unserer Java-Anwendung. Nur, dass ihr da mal ein bisschen auch noch seht, was das Tool sonst auch nochmal an der Stelle steht. Ich kann nicht nur direkt diese Class-Files mir generieren, ich kann mir aber auch die entsprechenden Java-Files an der Stelle generieren. Also entsteht dann so ein Python-h.java. Weil in so einer Bibliothek sehr, sehr viele Funktionen drin sind, deswegen nutzt das Tool so ein bisschen, dass es so eine Klassenhierarchie baut, um eben alle Funktionen in diese eine Klasse da irgendwie rein zu manövrieren. Die Methoden, die wir jetzt zum Beispiel aufgerufen haben, diese PyRun-Methode, die ist jetzt halt nicht in dieser Klasse, sondern einer der Überklassen an der Stelle. Und wenn wir jetzt da mal an der Stelle hinspringen und diese Methode, die wir jetzt gerade vorhin ja aufgerufen haben, angucken, das ist zwar nicht wirklich, aber ihr seht erstmal an der Stelle, was uns da dieses Tool einfach auch hilft und da an der Stelle auch das Leben nochmal leichter machen kann. Ja, recht viel, recht auch ans Eingemachte. Wenn ihr mal wirklich in die Verlegenheit kommt, irgendwie so eine native Bibliothek einbinden zu möchten, hier noch eine kleine Empfehlung. Das sind aber inzwischen auch offizielle Beispiele. Also wenn ihr da bei Panama in den Dokumentationen guckt, da werdet ihr auch genau diesen Link hier an der Stelle finden, wo einfach mal ein paar Beispiele sind, wie man jetzt verschiedene, sehr häufige Bibliotheken, wie weiß ich, libfmpeg oder curl oder sonst was an der Stelle einbinden kann. Generell erstmal ein spannendes Thema, würde ich schon mal sagen. Und ich bin auch mal gespannt, ob das uns in Zukunft neue Integration, auch neue Tools an der Stelle erlaubt. Gut, soweit unser Tiefeinstieg. Jetzt kommt nicht mehr viel. Wir sind eigentlich schon weitestgehend durch. Wir gucken mal noch ein bisschen so, was sich so in dem Tooling-Bereich getan hat. Da haben wir noch zwei Tools und was sich so ein bisschen noch so im Wartungsbereich getan hat. Da werde ich euer Augenmerk nochmal auf ein anderes Tool auch an der Stelle lenken, nämlich JPackage. JPackage ist ein Tool, das es seit JDK 14 als Preview gibt und mit dem JDK 16 jetzt auch wirklich stabilisiert, einfach verfügbar ist. Und das ist ein Tool, das daran adressiert, dass ich Java-Anwendungen besser und eigenständiger paketieren und ausliefern kann. Also wenn ihr bisher eine Java-Anwendung gestaltet habt und wolltet die einfach einem Kunden oder einem Endkunden irgendwie ausliefern, dann musste man da doch ja einiges selber tun. Mit diesem JPackage-Tool kann ich eben native Installer-Pakete für verschiedene Plattformen machen. Also jetzt zum Beispiel für Windows kriege ich entweder so ein MSI-Installer-Paket oder so ein .exe-Installer-File oder auf der Apple-Plattform die entsprechenden .package oder .dmg-Archive oder eben auch für eine Linux-Plattform, wo ich dann je nach Plattform zum Beispiel ein klassisches Debian-Paket oder ein Red Hat-Installationspaket rausbekommen, womit die Anwendung dann aber auch direkt lauffähig ist. Also da muss ich eben nicht noch zusätzlich irgendwie ein JDK mitliefern oder ein JRE ausführen. Das ist quasi an der Stelle damit implizit erstmal abgebildet. Ich kann auch Startoptionen mitgeben für meine Anwendung. Ich kann Metadaten für meine Anwendung mitgeben. Ich kann zum Beispiel meine Anwendung mit Files assoziieren. Also ich habe da im Wesentlichen erstmal grundlegend diese Integrationsmittel, wie ich die halt mit all jeden anderen nativen Anwendungen an der Stelle auch habe. Trotzdem muss man sagen, JPackage ist ein
ja, sehr schlank und sehr kurz gehalten. Also ich habe da eben nicht irgendwie sowas wie ein Splash-Screen und leider, und das ist vielleicht etwas, was eigentlich am größten auch schade ist, ich habe auch nicht sowas wie einen Auto-Update-Mechanismus. Also das sind jetzt Dinge, die mir zum Beispiel JPackage nicht beantwortet. Dafür geht es relativ einfach. Also ich habe jetzt hier mal so ein Hello World gemacht, was irgendwie so ein Kommandozeilenparameter entgegennimmt und habe das einfach an der Stelle kompiliert. Ihr seht jetzt, dass ich da ein Jar-File an der Stelle gemacht habe und fange jetzt eben an mit JPackage aus diesem Jar-File zu sagen, nutzt diese Startklasse Hello World in diesem Paket und mache mir daraus so ein Hello World Installable. Und dann seht ihr, dass ich da so ein Installable-Paket rausbekommt, das ich einfach direkt zum Beispiel jetzt hier unter einer Linux-Plattform installieren kann und habe dann dieses Tool direkt für mich verwendbar, wie jede andere native Anwendung auch. Ja, also was Kleines, Feines, ist ein bisschen spät, sage ich jetzt mal. Inzwischen sind wir ja doch eher in dem Zeitalter der Web-Applikationen, aber da, wo man vielleicht den Bedarf hat, ist es dann doch vielleicht auch ein ganz kleines und wertvolles Helfertool. Wo sich auch viel getan hat, das ist im Java Doc Tooling. Das hat nach lange, langen Jahren endlich mal also ein richtig grundlegendes Revamp bekommen. Ich meine, das hat ja lange Zeit auch noch mit sowas wie Frames operiert. Das hat also wirklich eine Grundüberarbeitung bekommen, eine bessere Suche, einfach ein viel moderneres Look and Feel. Wenn bei Java Doc Generierung mal schief läuft, dann sagt das Java Doc Tool, zeigt dir aber auch den Codeausschnitt, dass du auch gleich siehst, was das Problem ist. Es ist einfach mobile-friendly, also ein bisschen mehr responsive, hat eine bessere Darstellung und einfach auch ein bisschen mehr Checks, dass quasi die Java Doc API einfach auch richtig ist. Das heißt, wenn ihr mit einem modernen Java Doc euer Projekt durchlaufen lässt, dann kann es durchaus sein, dass ihr da erheblich mehr Warnungen und Fehler an der Stelle bekommt. Aber auch auf der anderen Seite. Es gibt ein Feature, was ich lange vermisst habe und für alle die gerade im API-Bereich oder weil sie eben eine Bibliothek machen, da doch sehr sorgfältig mit der Dokumentation sind, was immer recht umständlich war, ist zum Beispiel einen Getter zu dokumentieren. Weil, wenn man so einen Getter irgendwie dokumentiert, dann schreibt man irgendwie einerseits erstmal, was die Methode macht, Returns für Value X oder Y. Und dann muss man aber auch noch den Rückgabewert an der Stelle dokumentieren und hat eigentlich im Prinzip den gleichen Satz, da meistens nochmal geschrieben. Und das gibt es zum Beispiel, da gibt es jetzt einen entsprechenden Shortcut. Also das heißt, ich kann jetzt hier in einer Variante quasi diesen Beschreibungstext als auch diesen Rückgabewert mit auf einen Schlag an der Stelle kommentieren. Das heißt, wenn ich das hier so beschreibe, was am Ende dann wirklich rauskommt, ist genau das, was ich sonst bislang immer doppelt gemacht habe. Also kleine Verbesserung auch an der Stelle, die hier und da das Leben ein bisschen leichter auch machen. Für jeden, der jetzt vielleicht von euch noch nicht so eine neue Java-API mal gesehen hat, also so sieht es inzwischen raus, was da rauskommt. Schön aufgegliedert, was sind denn Deprecated-Methoden, wo werden die denn auch verwendet? Ja, also welche Usages hat denn diese Klassen, in welchen Paketen oder was für eine Objekthierarchie hat die? Aber eben auch eine direkte Suche. Also ich kann jetzt eben mit Kürzel, indem ich zum Beispiel Camel Case Searching mache, ganze Klassen suchen oder aber auch direkt zum Beispiel zu einzelnen Funktionen hinspringen. Also, wie ihr da seht, einfach deutlich moderner und zeitgemäßer und ich glaube einfach auch überfällig ein bisschen, sodass ihr heute wieder ja, ein bisschen zeitgemäßere AP-Docs erstellen könnt. Wir sind schon fast durch. Ich will nur ein kleines, zwei kleine Dinge erzählen. Das eine, was ich jetzt, ich hatte es vorhin mal ein bisschen erwähnt, das sind Null Pointers. Gott sei Dank, also in meiner letzten Firma, da hat irgendwann ein Geschäftsführer auf mich zugekommen und gesagt, kann man denn eigentlich diesen Null Pointer Exception nicht aus dem JDK rauspatchen? Coole Idee, mit so Sprachen wie Kotlin kann man das inzwischen, glaube ich, relativ gut adressieren. Was wirklich uns das Leben schon mal leichter macht, ist, dass wenn uns heute eine Null Pointer Exception um die Ohren fliegt, sie auch endlich mal sagt, was denn an der Stelle null war. Das war ein Feature, was man, ich glaube, in JDK 14 oder so, da musste man das irgendwie noch explizit aktivieren. In JDK 17 ist es Default. Wenn ihr jetzt eine Null Pointer Exception bekommt, dann bekommt ihr erstmal einen Hinweis, welcher Wert an welcher Stelle null ist.
wenn ihr Fälle habt, wo das lokale Variablen sind oder wo das Lambda-Werte sind, dann müsst ihr allerdings beim Kompilieren noch entsprechende Parameter hinzugeben, weil da weiß dann der Compiler eben nicht mehr, wie dieser Lambda-Ausdruck an der Stelle hieß. Also wenn ihr das mit dem minus g was dann kompiliert, dann bekommt ihr noch entsprechende Debugging-Symbole in eurem Bytecode, sodass ihr da wirklich sogar den konkreten Lambda-Ausdruck dann auch genannt bekommt. In jedem Fall bekommt ihr einfach erstmal einen hilfreichen Tipp in meinem Code, welcher Aufruf hat denn letztendlich null zurückgeführt und wo muss ich denn an der Stelle auch suchen? Ja, und es gab auch viele, viele andere Verbesserungen, die ich jetzt mal ganz kurz auch nochmal einfach nur erwähnen will, nämlich was ein Dauerthema einfach ist, ist, man versucht stufenweise einfach mehr Richtung Jigsaw zu gehen, zu verhindern, dass interne Zugriffe auf das JDK nicht mehr möglich sind. Also es gibt jetzt diese Illegal Access Option, kann man an der Stelle nicht mehr nutzen. SanMisc Unsafe ist weiterhin zugänglich und wird es auch noch eine gewisse Zeit an der Stelle bleiben. Aber auch hier ist das Ziel, die JDK-Internas einfach auch wirklich zu kapseln und das einfach auch die Anwender auch zu zwingen, über andere Mittel, über offizielle APIs entsprechendes auch zu durchführen. Der Security Manager ist auch so ein altes Relikt aus alten Zeiten. Da hat man jetzt den Deprecate gesetzt mit dem Hinweis for Removal, also möglich mit der Ansage, wir werden das in einer der nächsten Versionen auch mal wegwerfen. Always Strict Floating Point Semantics, das ist ein uraltes Relikt aus JDK 1.2, wo man für die Floating Point Behandlung auf Co-Prozessoren, also 80x87, speziellen Code implementiert hat und hat das an der Stelle auch wieder bleiben lassen. Aber einfach auch so Dinge wie zum Beispiel asynchrones JVM-Locking, sodass ich da einfach keine Latenzen habe, wenn ich zum Beispiel meine Disk irgendwie langsam ist oder ausführlichere Crash-Reports und halt auch viele Detailpflegen. Ja, also Unicode von Standard 10 auf 13 und die Commons Locale Bibliothek auch aktualisiert. Alte, nicht mehr sichere Kryptoziffern wurden rausgeworfen. Ein bisschen spannend, also da amüsiere ich mich ein bisschen, weil in der Krypto ist das eigentlich die Ecke, wo eigentlich immer alles schief geht, ist, man möchte jetzt auch neue Zufallszahlengeneratoren unterstützen, also PRNG heißt Pseudo-Random Number Generators. Ob das so gut endet, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es hat zumindest einen Vorteil, es ist nämlich deutlich angenehmer, mit der API sich Zufallszahlen zu beschaffen. Also da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Was ich sicher auch nochmal erwähnen wollte, ist GraalVM, falls ihr das nicht kennt, einfach das auch im Blick zu halten. Das ist definitiv ein spannendes Thema. Was aus meiner Sicht auch nochmal ein wichtiger weiterer Aspekt ist, die JVM-Plattform einfach innovativ und modern zu halten. Da geht es aber um das Thema Ahead of Time Compilation, eben eine gemeinsame polyglotte VM für diverse Sprachen zu erreichen. Also das, was wir jetzt vorhin über Bibliotheksansprache erreicht haben, eben hier in einer gemeinsamen Runtime an der Stelle zu erzählen. Will ich aber nur erwähnen, da kann man viele Vorträge allein um dieses Thema auch nochmal zu halten, das einfach auch im Blick zu halten. Wo eben auch gerade viele Frameworks auch im Bereich entstehen, die sich um dieses ganze Thema native Image-Generierung, App-CDS-Generierung, JLink-Integration, alles so mit diesem Blickwinkel Microservice-Architekturen, Microservice-Lösungen, sprich schnellere Anwendungsstart, Ahead-of-Time-Compilation. Ich sage einfach Bedürfnisse, die aber mit dem Cloud-Native-Zeitalter einfach eminenter geworden sind, das an der Stelle auch nochmal zu adressieren. Gut, dreiviertel Stunde, Schnelldurchgang, harter Tobak. Ich hoffe, ihr konntet zumindest die ein oder andere Anregung auch ein bisschen mitnehmen, auch wenn wir jetzt heute eher nicht jetzt die prominenten Sprachfeatures an der Stelle betrachtet haben, sondern mal ein bisschen unter die Haube geblickt haben. Sicher an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu tief. Trotzdem hoffe ich, dass ihr mal vielleicht die eine oder Anregung auch nochmal mitnehmen konntet, ein bisschen mal auch neben dem Trampelpfad was mitnehmen konnte und danke euch erstmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und ja, vielen Dank und bin ja auch gern offen noch für Fragen.